17. Spieltag in der B-Junioren-Bundesliga Nord-Nordost. Am Sachsenweg empfängt der Niendorfer TSV den FC St. Pauli zum ersten Punktspiel des Jahres. Und er ist auch wieder mit an Bord. Daniel Owusu ist in der letzten Woche noch mit der deutschen U17-Nationalmannschaft Dritter beim Algarve Cup geworden. Heute steht er bei schmuddeligem Wetter wieder für Pauli auf dem Platz. Rein in die Partie. Der Tabellenvierte vom Kiez in den braunen Trikots von rechts nach links nimmt sofort das Heft in die Hand und macht Druck. Der NTSV überrumpelt und kann sich nur durch Fouls helfen, aber doch nicht so. 11 Meter für die Boys in Brown, so früh im Spiel. Vogt gegen Leighton Lewis und der pariert. Es ist erst das dritte Spiel von Vogt in dieser Saison und er will dieses Tor unbedingt machen. War das der Weckruf für den Tabellen-14.? Im Gegenteil, Pauli lässt sich nicht beirren. Über die starke rechte Seite und hinten lauert Niklas Natsch. 1:0. Natsch ist der unumstrittene Spielmacher, aber nicht nur das. Er trifft auch selber. Sein 6. Saisontor ist das nun schon. Und damit ist er der beste Schütze seines Teams. Die 11 von Hüseyin Akin bemüht, aber ideenlos. Die langen Bälle landen alle in der St. Pauli-Abwehr und hinten sind sie selbst zu offen. Pauli kann sich da durchkombinieren und so einfach kann es sein. Hackentor! Tom Protzek mit dem 2:0. Protzek hat wegen einer Verletzung einen Großteil der Hinrunde verpasst. Jetzt ist er fit. Und wie? Und Owusu? Der hält hinten dicht und klärt letzte taktische Fragen mit seinem Kapitän Münzner. Gerne würde ich auch Torchancen des Gastgebers zeigen, aber sie beißen sich schon im Mittelfeld die Zähne aus und laufen immer wieder in gefährliche Konter. Münzner, immer noch Münzner und der hält einfach mal drauf. 3:0. Der Kapitän auf der Brücke und absolute Leader, wie Trainer Schulz versichert. Münzner hat auch schon Bundesliga-Luft bei den A-Junioren geschnuppert. Den muss man also auf dem Zettel haben. Zweite Halbzeit, gleiches Bild. Niendorf bemüht, aber ohne Durchschlagskraft. Auf der anderen Seite die Kiezkicker, quirlig über rechts mit Protzek. Und der bekommt jetzt richtig Laune. Eiskalt vor dem Tor, sein Doppelpack und in der Summe 4:0 für Pauli. Der Junge will in der Rückrunde nochmal ganz oben angreifen. Niendorf jetzt mit hängenden Köpfen und Pauli macht, was sie wollen. Ecke, Kopfball, Tor! Und auch Hilkia Vogt darf jetzt jubeln. Vorhin noch den Elfer verschossen, macht er das 5:0. Brisant, Vogt hat eine Vergangenheit hier am Sachsenweg, ist früher für Niendorf auf Tourjagd gegangen. Das 5:0 heißt auch Schichtende für Owusu. Nicht gefordert heute, hofft er auf weitere Nominierungen für die Nationalmannschaft. Aber St. Pauli ist noch nicht fertig, wollen unbedingt den Anschluss an die Top 3 wahren. Natsch mit dem Auge und Guhua ist da. Der junge Mann mit ivorischen Wurzeln kam erst im Sommer zu Pauli, natürlich von Niendorf. Nicht nur für die Musik in der Kabine verantwortlich, sondern auch als Knipser im Dienst. Das ist auch der Endstand. 6:0 gewinnt Pauli verdient und souverän, auch weil Niendorf zu keinem Zeitpunkt die Abwehr der Boys in Brown knacken kann.